Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ich habe mal wieder eingekauft beim lieben Tobi und was ich mir eingekauft habe, das erfahren wir jetzt. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, ich habe eingekauft beim lieben Tommy. Der hat mir das angeboten, hat mich angeschrieben, hat gesagt, jo, hier, ich hätte was zur Abgabe, willst du das kaufen? Ich habe gesagt, ja, zeig mal Bilder, hat mir Bilder geschickt. Ich so, ja, was willst du dafür? Hat er gesagt, ich schicke dir das Ganze zu, wie immer. Und du schaust das durch und zahlst halt auf gut Deutsch, was du willst. Und ich gesagt, ja, super Sache. Ich habe ja schon mal eine Sammlung vom Tommy gekauft, eine 135-Euro-Sammlung. Die verlinke ich euch in der Endcard, wenn ich daran denken sollte. Falls ich es komplett vergesse, könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren darauf hinweisen. Dann verlinke ich es in der Videobeschreibung. Ja, er hat mir natürlich, wie gesagt, Bilder gezeigt. Und es sind doch einige schöne Stückchen dabei. Ein paar Sachen sind jetzt nicht so gut vom Zustand her, habe ich schon gesehen. Aber das macht nichts. Wie gesagt, der ist beim Preis doch recht flexibel. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, auf jeden Fall erzielen, mit dem beide glücklich sein werden. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich schneide das Ding noch kurz auf und dann sehen wir uns. Ja, gesagt, getan. Das ist offensichtlich so ein Ding zum Aufklappen. Wow, ja, das nenne ich mal gut verpackt. So, da haben wir einiges an Material. Okay, eine ominöse Karte. Da weiß ich auch nichts von. Und eine Deckbox. Das Papier kann weg. So. Okay, das sind so die Dinge, die wir hier haben. Und jetzt wollen wir uns natürlich erstmal angucken, was wir da drin haben. Okay, die ist ein bisschen umständlich zu öffnen. Glaube ich, da brauche ich dann mein Messer. Das heißt, wir fangen mit der Deckbox an. Aber zuerst will ich natürlich wissen, was befindet sich in dieser ominösen... In diesem ominösen Toploader. Und wir haben... Holy shit! Monster Reborn, First Edition aus LOB. What the fuck? Alter, schaut euch das mal an, Leute. Mega geil. Monster Reborn aus LOB. Alter Schwede. Also wenn das kein Highlight ist, das legen wir uns so wie es ist mal raus im Toploader, das nehme ich auch gar nicht erst raus. Alter, davon wusste ich, also ich habe zumindest die Karte nicht auf den Fotos gesehen. What the fuck? Ach du Kacke. Richtig geil, Leute. Richtig, richtig geil. Puh. Vom Finish her sieht sie ein bisschen aus wie eine Asian English. Ich werde das aber nach dem Video erst überprüfen. Genau, das ist das LED-Zeug, von dem er geredet hat. Der Gimmick Marionette Gigantopuppe. Raubpflanze, Hiliam, Pum, Pum. Alter, an welchem Auspuffrohr beatmet sich Konami eigentlich? Das kann doch kein Mensch aussprechen. Raubpflanze, Hiliam, Hiliam, Pum, Pum. Oh. Grüner Vogel, wir nennen ihn jetzt Grüner Vogel. Raubpflanze, grüner Vogel mit roten Augen. Wie auch immer, auf jeden Fall ein relativ cooles Artwork. Die ging tatsächlich ursprünglich so um die 7 Euro oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was die aktuell geht. Deswegen lege ich die einfach mal raus. So auf Verdacht. Ich lege jetzt nicht alle LED-Holos raus. Verhängnisvolle Strafe. Raubpraktik. Ich bin mir nicht sicher, kam die nicht schon mal irgendwie ein BLLR oder so als Ultra-Rare raus? Irgendwie kommt mir die so bekannt vor. Dann haben wir Beherrschung des dunklen Geistes. Auch eine schöne Ultra-Rare aus LED. Die legen wir auch raus. Ist nämlich auch ein Highlight. Dann Magistral-Alchemist. Gagagamagia zweimal. Übrigens bei der letzten Spende von Felix waren die Karten hier auch dabei. Genau diese Super-Rares hier. Die hat er bloß so gut versteckt, dass ich sie bis nach dem Video gar nicht gefunden habe. Künstlerkumpel himmlischer Magier. Gucken wir mal. Ja, also ich muss sagen, eigentlich ein recht schöner Künstlerkumpel, ne? Kann man sich nicht beschweren. Als Playset, Next Generation. Ja, das war, glaube ich, auch der Titelsong von GX. Und das hier, das Bild, das wir hier sehen, für alle, die es nicht wissen, ist tatsächlich eine Szene aus dem Intro der Serie. Ja. Dann haben wir nochmal Künstlerkumpel himmlischer Magier, verhängnisvolle Strafe zweimal, erdgebundene Geoglyphe zweimal, nochmal Raubpflanze, schlag mich tot. So, legen wir auch mal da unten hin, dann gucken wir mal, das sind jetzt alles Rares. Okay, Kimmig mal eine Gigantopuppe, Göttergamagia. Okay,
Okay. Haben wir wieder lauter Comments. Earthbound, the Models. Das sind offensichtlich die Sneak Peek Pulse von Ignition Assault. Creepfan hat sich immer noch nicht gemeldet, was das angeht. Ich hoffe, das ändert sich noch. Hexwerkerin Jenny oder Jenny. Also die Artworks sind sehr anspruchsvoll, was das Auge angeht. Sie sind nicht hässlich, aber sie sind unglaublich detailreich und eigentlich beinahe schon überladen, weil das Monster ist detailreich und der Hintergrund ist detailreich. Ich finde, wenn Monster detailreich ist, ist das schön, aber der Hintergrund, der muss das Ganze so ein bisschen mit der Schlichtheit kontern, sage ich mal. Na, das ist wie mit einem guten Essen. Wenn du es mit einer Zutat übertreibst, schmeckt es einfach nicht mehr. Nee, aber das ist eigentlich eine ganz coole Karte. Ich muss sowieso sagen, dass dieses ganze Ignition Assault-Zeug, das ist wieder so ein Set, das ist wesentlich ernster von seinen ganzen Designs her. Das müsste die letzte Sneak-Promo sein, die wir sozusagen kriegen. Himmelsjäger-Manöver Scherenschneider. Eine coole Karte auf jeden Fall, die legen wir uns auch mal raus. Dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so alles haben. Zeitdiebin Perpetua, die ist wohl auch relativ hoch im Kurs momentan. Von den Zeitdieben hat man ja schon seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört. Die kam einmal in dem Set raus und hat eigentlich keinen Support mehr. Schauen wir mal weiter. Okay, oh, der ist geil, Leute. Das Artwork. Ich liebe dieses Artwork. Diese Karte ist so böse. Guckt euch das mal an. Also hier ist so ein Halloween-Set. Könnte Konami eigentlich auch mal machen, so ein Halloween-Set. Alter Schwede, ist die Karte geil. Den legt man natürlich nicht raus, ist halt eine random Super wieder aus Ignition Assault, aber das Artwork ist halt einfach absolut Bombe. Da kann man gar nichts gegen sagen, einfach mega schön. Leuchtend schwarzes C-Kommando, ja, eine coole Vanilla. Könnten sie eigentlich mal mehr von printen. Dann haben wir Megalith Ophiel. Die Megalithen oder die Megalith-Karten finde ich sowieso geil. Ich finde das ganze Thema nice. Der Hintergrund schön schlicht, das Monster eigentlich recht detailreich und cool designt. Da erinnere mich so ein bisschen an die Barrierestatuen, das ist die Karte hier. Habe ich mir auch ein paar 20th Anniversary Secrets aus Japan bestellt. Ich denke mal, bis das Video kommt, ist das Video vielleicht schon gekommen, weil ich mache gerade eine Menge Vorproduktion. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das releasen werde. Dann haben wir offensichtlich vom neuen Movie Pack sozusagen Karten. Der dunkle Magier, okay. Okay, das war jetzt nur eine. Auch gut. Ja, dann nochmal den dunklen Magier, diesmal als Promo. Duzer, das kubische Meteorgefäß. Cool. Obelisk der Peiniger, den möchte ich mir rauslegen. Das ist schließlich ein Obelisk. Dimensionsdruckbild. Buster Gandil, Dimensionswächter. Angriffs-Wyvern. In Secret Rare sieht die sogar ganz gut aus. In Ultra und Gold sieht die richtig kacke aus. Ja, und hier sieht man halt, dass der Effekt der Karte, also der Holo-Effekt, dann doch manchmal einfach ein bisschen kaschierend wirkt. Auch Kaiser Worfs Plünderer finde ich in Secret wesentlich schöner als in Ultra Rare, sehr schön. Bärenmagier-Mädchen, kein Secret-Effekt der Welt, kann diese Karte hübsch machen. Dimensionswächter, nochmal ein Force-Plünderer, durchsichtiger Kuribo, Lord Gaia, zorniger Ritter. Und Zitronenmagier-Mädchen, auch mega nice. Okay, so, dann haben wir das auch durch. Jetzt kümmern wir uns mal um diese Pakete hier. Brauche ich ein Messer? Oh. So. Vorsichtig, ob wir noch nicht die Karten beschädigen. So. Dann gucken wir mal. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier. Also, wir haben linkes Bein der Verboten in einer Hülle, die ich eigentlich sehr ungern anfasse. Guckt euch das mal an, Leute, sehr widerlich. Okay, wie machen wir das denn? Also, ich will mir mal den Zustand anschauen von dem Bein. Das ist schon wichtig. Alter, schaut euch den Zustand mal an, Leute. Das ist ja wirklich, naja gut, nicht ganz, ne, Mint hat hier ein bisschen was, aber das ist auf jeden Fall ein Highlight, Leute, schaut das mal an, mega cool. Geht schon mal super los, linkes Bein der Verbotenen direkt, dann aus Dark Revolution sogar, Lava Golem, wie sieht der aus? Der ist eigentlich auch ganz gut vom Zustand her, okay, nice, den legen wir mal zur Seite, ich kann doch nicht alles rauslegen. Was hast du denn mit den Hüllen gemacht? Hast du da irgendwie Popel hingeschmiert, Alter? Sehr widerlich. Okay, dann das Dark Beginning Insektenprinzessin. Kam ursprünglich Invasion of Chaos raus. Sehr cool. Geht aber gar nichts. Ja, überhaupt nichts, leider Gottes. Dann haben wir Dunkler Borter, der Fürchterliche. Aus Dark Beginning 2. Necros Kaleidoskop als Playset. War die nicht damals auch irgendwas wert? Weiß gerade nicht. Dann aus Crossroad of Chaos, Ill Blood. Das war aber ein Reprint. Die ursprüngliche ist ja Secret. Serum Max aus The Shining Darkness. Iron Core, Schlag mich tot, aus Absolute Power Force. Garandolf, King of Destruction. Das ist mal wieder eine Karte, die mir richtig gut gefällt.
Gibt es auch ein Ultimate Rare und die ist vom Zustand her, also das ist ein Komma, ich habe schon gedacht, das ist eine Beschädigung. Aber die ist eigentlich ganz gut vom Zustand her, die packen wir da oben hin. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Dann haben wir aus Chaos Impact, geil. Kenne ich ja gar nicht. Chaos Impact, Zurückweisung der Gladiatoren, Gladiator Support, mega schön. Den legen wir jetzt an der Stelle jetzt erstmal nicht raus, aber das ist echt eine schöne Karte. Dann haben wir Earthbound Immortals sozusagen, und zwar den Tussilu, der hat oben an der Schrift ein bisschen was und hier am Rand dezent was und hier auch. Ansonsten aber in einem recht guten Zustand. Ja, den, ich weiß nicht, will ich mir den rauslegen? Jein, eigentlich nicht, aber wir legen ihn mal da oben hin. Trotzdem, dann haben wir nochmal einen Earthbound Immortal. Und zwar ist das, wie heißt er denn nochmal, wo ist denn der Name? Hier, Chaku Talua. Das ist ein recht beliebter, der ist immer relativ teuer, der geht ja auch aus der Legendary Collection 5 wirklich unglaublich viel Geld dafür, dass es so eine Random Super Rare aus dem Set ist. Auch der hat ganz leichte Macken, aber auch wirklich nur minimale Silvering. Eigentlich auch noch Nearmint, kann man fast sagen. Also nicht für meine Verhältnisse, aber halt so für Market-Verhältnisse, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier nur Kagutsuchi. Eine Karte, die auch gerne den ein oder anderen Euro gibt, wenn sie denn jemand ist, was sie hier nicht ist. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber da hat wohl jemand irgendwie Glas drauf abgestellt oder so. Guckt euch das mal an. Schade, Marmelade. Dann haben wir einen relativ ramponierten Geister-Schakal-Ritter. Rui Senshi. Der sieht auch gut aus eigentlich noch. Der ist ein bisschen dreckig von der Oberfläche her, aber ansonsten eigentlich top. Dann haben wir einen Blitzeinschlag aus Flaming Eternity, Necros von Einhorn, dreimal, Shurid, Stratege der Necros, hat wohl jemand Necros gespielt, Necros von Klaus Solas dreimal, Necros Spiegel dreimal, dann haben wir einen Heiligen Phönix von Neftis, mal gucken, aus Elemental Energy, auch in einem sehr guten Zustand, sehr schön, die sind normalerweise in Sammlungen auch immer ramponiert. Dann haben wir einen Testtiger aus GLD 2, richtig cool. Hat man auf den Bildern gar nicht gesehen, sah aus wie eine normale Ultra-Rare. Und ich suche mir schon auf Market also von vornherein einen ab und finde ihn einfach nicht. Jetzt weiß ich warum, weil es nämlich die Gold war aus GLD 2. Sehr cool. Dann haben wir das rechte Bein der Verbotenen. Schau mal, wie der Zustand ist. Auch beinahe makellos. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Dann haben wir den dunklen Herrscher Hades. Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz nehmend. Also der hat ganz minimale Beschädigungen hier und da unten. Also der ist eigentlich so eher exzellent aus Dark Revelation. Trotzdem eine coole Karte. Mega nice. Dann haben wir Orca Mega Fortress of Darkness. Sogar First Edition aus Invasion of Chaos. Und sogar gut vom Zustand her. Also es ist dennoch nichts wert. Ich glaube 2 Euro oder so. Aber trotzdem eigentlich eine recht coole Karte. Und First, ne? Also First ist sowieso immer gut. Dann haben wir einen roten Nova-Drachen, Finsterer Simorgh, nochmal einen VWXYZ-Drachen-Katapultkanone aus Elemental Energy, Chaos Rider Gustav, Mystische Lebensbarriere, Giant Trunade, also Riesentronade, First Edition. Wenn die niemand ist, dann geht die auch ein bisschen was, aber ist sie nicht. Die hat hier schon mal richtig schönen Eselsohr drin. Brauchen wir uns gar nicht weiter angucken, aber immerhin First. First niemand geht die, glaube ich, auch so 9 oder 10 Euro. Dann haben wir Necros von Trishula, nochmal einen Testtiger, gleich zweimal, Ehrung der Verdammten, Splendid Rose aus The Shining Darkness, Unlimited, auch cool, Ring of Destruction mal wieder, hatten wir ja erst letztens in der Crab-Sammlung für 50 Euro und ihr seht, die Karte kriegt man immer mal wieder aus der Invasion of Chaos Special Edition, ist nichts wert, aber sieht halt einfach wahnsinnig cool aus. Oh, Darkroom of Nightmare, die Karte, die geht ein bisschen was, auch wenn sie unlimitiert ist. Und die ist sogar Nearmint. Das ist sehr cool. Das ist wirklich cool. Die lege ich mir auf jeden Fall mal raus. So, ich will da die oben nichts hinlegen, weil da ist der Toploader. Dann rutscht mir das Ganze weg. Okay, dann haben wir Tree Engel. Eckschatte ist das Funkendreieck, genau. Verstärker aus AST First, okay. Drachenseelenschwert, das nächste Exodia-Teil, beziehungsweise die nächsten beiden Exodia-Teile. Ich weiß es gerade gar nicht. War da auch der Kopf dabei? Auch das wieder hervorragend vom Zustand her. Also ich muss sagen, das ist halt richtig, richtig geil. Einmal und dann schauen wir uns auch gleich das zweite an. Ah, mega schön. Mega schön. Also das ist schon mal ein echt guter Einstieg. Machen wir mal hier gleich das zweite auf.
So, dann haben wir hier Spirit Message, also die Geisternachrichten. Kraftbündnis dürfte aber ein bisschen zerstört sein, so wie das aussieht. Ja, ist kaputt. Dunkler Magier LOB, also wenn der gut im Zustand ist, bin ich happy, nachdem der letzte so im Arsch war. Er ist in einem besseren Zustand, sagen wir es mal so, aber auch hier und da ein kleines Eselsrohr, leider Gottes. Das kriege ich nicht mehr rein, weil der Stapel hier zu dick ist, egal. Dann haben wir Powerful Rebirth, Karten der Heiligkeit aus The Lost Millennium, die ist auch ein Ultimate, wäre mega geil. Chaos Rider Gustav, Zeitzauberer, ja! Alter, ein First wäre die auf jeden Fall 70 Euro wert, Unlimited ist ja fast gar nichts wert, aber trotzdem aus MRD in einem extrem guten Zustand. Ist auf jeden Fall ein Highlight, die legen wir mal hier runter. Alter, mega geil. Grave Robber, Monster Reinkarnation, dann haben wir hier den blauigen Tundrachen, ich glaube, der sieht exzellent aus durch die Folie. Und ja, ich würde sagen, nee, exzellent ist auch nicht mehr, das ist eher gut, oder? Naja, egal, trotzdem schön, dass er dabei ist. So, dann nochmal ein Torwächter, der ist wirklich ramponiert, das habe ich schon auf den Bildern gesehen, genauso wie der Drachenmeister Gaia. Die beiden sind halt richtig im Eimer, dann haben wir Gimmick, meine nette Porzellanpuppe. Kartenzerstörung, ein paar Rares, Löwenzahnlöwe, dann haben wir Geisterschakalritter aus AST, First, der ist halt auch als Erstauflage nichts wert, aber vielleicht ist er auf jeden Fall im guten Zustand, schön wär's. Und ja, der ist tatsächlich in einem schönen Zustand, aber es ist halt kein Highlight, weil es ist halt einfach eine AST-Karte und auch in First sind diese Karten eigentlich mehr Standard. Es ist fast schon besonderer, eine AST-Karte zu haben, die nicht First ist. So, dann haben wir einen Elfenzwilling, der ist aber oben am Eck auch schon im Eimer. Okay. Dann Cyber Enter aus dem Duelist Pack, metallisch reflektierender Schleim aus Phantom Darkness. Dann haben wir hier nochmal den Geisterschakalritter, will ich auch nochmal den Zustand überprüfen. Vielleicht ist der ähnlich gut. Ja, auch der sieht natürlich sehr gut aus. Meistermönch Spiegelkraft. Spiegelkraft, okay, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. War die auf den Bildern zu sehen? Okay, die hat ein bisschen abgegriffene Oberfläche, ein bisschen Dreck halt, aber ansonsten ist sie eigentlich in einem recht guten Zustand. Das trifft sich gut. Da ich erst neulich welche aussortieren musste, die nicht mehr so in einem prickelnden Zustand sind, die hatten sich dazwischen gemogelt. Dann haben wir zweimal Debil Mazera tatsächlich aus Dark Beginning und nicht aus TLM. Sehr schön. Ich habe nämlich, also die meisten meiner Debil Mazeras sind nämlich aus The Lost Millennium. Da freut es mich, dass mal solche hier dabei sind. Die sind natürlich auch hier Mint. Sehr schön. Roter Neustart. Das war damals die teuerste Super Rare aus Flames of Destruction. Dann haben wir Destiny Board. Destiny Board. Auch diese Karte ist in einem hervorragenden Zustand. Sehr, sehr schön. Dann haben wir ein weiteres Exodia. Wie viele Exodia-Teile sind da dabei? Haben wir nochmal ein Exodia-Teil auf jeden Fall. Auch in einem sehr guten Zustand. Mega coole Sache. Und ein weiteres Exodia-Teil. Das ist jetzt ein bisschen abgegriffen wieder von der Oberfläche, aber auch das ist nach einer leichten Reinigung absolut top. Ich glaube, hier nur an der Ecke ein bisschen was, aber sonst wirklich in einem hervorragenden Zustand. Mega schön, die lege ich jetzt einmal zur Seite. Langsam wird das Gesamtbild hier überladen. Dann haben wir aus LED 5 Supei, die Abenddämmerungsläuferin. Dreimal das Playset. Mega schön. Mega schön. Ich weiß zwar nicht, ob die was wert ist, aber das ist cool. Diese ganzen LED-Ultras. Und das ist so ein schönes Artwork, Leute. Die sieht richtig oldschool aus. Richtig oldschool. Wie so eine Fantasy-Prinzessin aus irgendeinem ägyptischen Science-Fiction, keine Ahnung, Scheißdreck, irgendwas. Richtig cool. Und dieses Ding, das sie da oben drauf hat, die gibt es, glaube ich, auch als Karte. Das ist eine Monsterkarte. Ne? Ich weiß bis gar nicht, wie sie heißt. Sehr cool. Dann haben wir eine Karte, die ist auch mega schön. Die hatte ich erst einmal bisher. Habe ich mal einmal bei Ding gekauft, bei Rising Time. Und zwar Askator Morgendämmerungsläufer. Finde ich auch mega oldschool. Hier tatsächlich zweimal dabei. Sehr schön. Das ist mega cool. Dann haben wir den erdgebundenen größeren Hohepriester. Den haben wir tatsächlich einige Male geholt beim Rising Time. Den haben wir hier offensichtlich auch aus Playset. Der geht halt gar nichts, ne? Aber ist trotzdem eine saugeile Karte. Ultra Rare. Sehr schön. Dann haben wir Göttlicher Zorn. What the heck? Aus LOB? Krass. Und die ist eigentlich... Leider ist sie nicht mehr Nier-Mint. Sie hat halt da oben einen Ditch, aber... Ansonsten ist sie wirklich in einem guten Zustand. Finde mal sowas in einem guten Zustand, das ist halt richtig krank. Alter Schwede, mega nice. Und dann haben wir hier noch einen aus dem... Nochmal einen aus LOB? What the fuck? Der ist aber schlecht auf dem Zustand, das sehe ich schon durch die Hülle. Alter, zweimal LOB, mega nice. Dann haben wir blauäugiger weißer Drache. Aus dem Duelist Pack Kaiba.
Der hat hier Silvering. Aber abgesehen davon, in einem sehr guten Zustand. Der ging vor einer Weile noch 19 Euro. Mittlerweile ist es ein Centartikel geworden aufgrund der vielen Reprints. Ihr erinnert euch, also 19 Euro ging er so zur Zeit, wo ich mein erstes Gastvideo bei Random Brain hatte. Dann haben wir das Ende von Anubis. Ja, der ist natürlich wie gewohnt auch in einem sehr guten Zustand. Dann der Vampire Lord, der Vampire Lord aus RDS, der hat hier ein bisschen Dreck, ansonsten ist er auch in einem sehr guten Zustand. Mega cool. Dann haben wir einen Dark Magician aus seinem Starter Deck, aber auch der ist ramponiert, der ist auch nicht mehr in so einem guten Zustand. Nice, nice. Oh, der ist mega cool, aber ich glaube, der ist auch nicht mehr so prickelnd. Den finde ich halt vom Artwork her cool. Wusstet ihr, dass es den eigentlich in zwei verschiedenen Färbungen gibt? Den gibt's ja, also das Artwork ist das gleiche, aber der Nebel ist bei dem einen dunkler, zum Beispiel bei den BNZ-Varianten. Und dann gibt es welche, da ist der so richtig grün. Der mit dem grünen Nebel gefällt mir fast besser. Sehr cool, aber halt leider kaputt. Das ist übrigens interessant. Das ist die einzige Karte, die in dieser Rarität bei uns rausgekommen ist. Das ist kein Misprint. Das ist Elemental Whiteheart aus GSE. Und ihr seht, die Schrift ist die von der Secret Rare und das Bild schillert halt normal, also wie von der Super oder einer Ultra Rare. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Rarität heißt, aber da gibt's im OCG gibt es 5 Karten in dieser Rarität geprintet worden. Im TCG gibt es nur eine und das ist halt eher. Aber lasst euch davon nicht täuschen, die Karte ist nichts wert, aber es ist halt cool. Gehört eigentlich in jede Elementarheldensammlung, mega nice. Ja, Pyramide des Lichts natürlich, in Kamen auch ein bisschen was wert. Ein LOB Blue Eyes, aber der ist, glaube ich, richtig im Eimer. Der hat da oben ein richtig krasses Eselsrohr. Ja, auch gut. Gimmick war eine nette Porzellanpuppe. Dann haben wir, oh Gott, das Phantom von Ying Sang in First. Dann haben wir aus TTGS Splendid Venus. Schauen wir mal, wie die aussieht. Ja, die ist eigentlich gut vom Zustand her. Nicht First, aber sehr schön. Dann haben wir einen Gaia Zorniger Ritter. Der ist leider wieder etwas kaputter. Dann haben wir einen First, Mystischer Raumtaifun. Die Karte ist tatsächlich auch nicht mehr in Niemand, habe ich nämlich explizit nachgefragt, weil ich die auf den Bildern gesehen habe. Seht ihr, die hat hier oben so ein Eselsohr. Schade Marmelade, aber richtig cool die Karte. Sehr cool, geht aber immer noch ein 10er ungefähr in dem Zustand. Dann haben wir Dienerin von Edymion aus dem OP12, Rainbow Kuribo. Ja, das ist für mich kein richtiges Kuribo, Leute, sagen wir mal ehrlich, das ist einfach Crap. Sendbote des Gerichts Saturn, dann haben wir hier nochmal Verhängnisvolle Strafe als Playset und zu guter Letzt noch einmal Beherrschung des dunklen Geistes. Ja, das soll es gewesen sein mit dieser kleinen, aber feinen Sammlung. Ihr merkt, es war halt wirklich richtig schöner Stuff dabei. Vor allen Dingen hier die LOB Monster Reborn, die sieht halt wirklich noch gut aus, ja. Die gefällt mir sehr gut. Auch die ganzen Exodia-Teile, die in einem richtig guten Zustand dabei waren aus LOB. Also es ist schon einiges dabei, was für mich zu gebrauchen ist und was mega nice ist. Auch ein paar schöne Erstauflagen. Und ja, ich würde sagen, ja, 24 Minuten bisher, wenn wir es schneiden, vielleicht so 22 Minuten, ist tatsächlich mal was für zwischendurch, ein etwas kürzeres Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.